Fan Primus Family, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ewigen ersten Liga. Wir sind schon bei Folge 14, heute mit einem Verein, der auch wieder an Tradition fast nicht zu überbieten ist. Dieser Verein ist A. Gründungsmitglied, B. der erste deutsche Meister in der neuen Bundesliga und C. kommt aus Müggernsdorf. Über wen rede ich? Natürlich über den ersten FC Köln. Ich bin hier in Köln und drehe heute für euch die Geschichte vom 1. FC Köln. Wir schauen uns die Geschichte an, wir schauen uns die Spielstätten an, wir schauen uns auf jeden Fall heute Abend auch ein Spiel an, weil das ist ja Tradition dieser Serie. Wir gucken heute den 1. FC Köln gegen SSV Ulm und ja, lasst uns reingehen, let's go, wir gehen in die Zeitreise. Am 13.02.1948 war der erste Meilenstein der Gründung vom 1. FC Köln, denn an dem Tag wurde eine Fusion zwischen den Kölner BC01 und der Sportvereinigung Sülz 07 hat stattgefunden. Das heißt, die beiden Vereine sind fusioniert und sind zum 1. FC Köln fusioniert. Und jetzt kommt das Überragende, das alles passierte in der Luxemburger Straße 188, wo ich mich finde. Und zwar, das ist dieses Gebäude und ihr könnt da oben unglaublich das Logo des 1. FC Köln sehen und auch das Datum 13.02.1948. Genau hier, liebe Leute, ist es passiert. Hier ist der 1. FC Köln zur Welt gekommen. Geisbockheim. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin, wo der FC sein Vereinsheim hat. Wir gehen jetzt dorthin. Ich zeige euch mal das Areal hier. Das sieht so aus, wir sind gerade hier unten, hier sind zwei Trainingsplätze. Da oben ist das Geisbockheim, wo wir hin möchten. Daneben ist das Franz-Krämer-Stadion. Und das ist sozusagen auch, meine ich, die Sportanlage vom 1. FC Köln, wo wir jetzt hingehen. Und als kleinen Bonus habe ich gerade mitbekommen, die Spieler vom 1. FC Köln sind da jetzt gerade auch, weil sie sich dort vorbereiten auf das Spiel gegen Ulm. Also, wir haben sehr viel zu sehen. Kleine Notiz noch am Rande. Der 1. FC Köln war die erste Mannschaft oder der erste Verein in der Bundesliga, der einen Cheftrainer und einen Torwarttrainer hatte. Das ist ja auch sehr spektakulär, wenn man sich heutzutage überlegt, was alles an Funktionsteam in einem Team also drumherum ist. So sieht das hier aus, ihr Lieben. Also das ist das Franz-Krämer-Stadion, da gehen wir gleich kurz rein. Da vorne ist die Geisbockstätte. Da gehen wir auch gleich kurz hin. Da steht sogar Geisbockheim. Und jetzt gucken wir uns mal erstmal kurz das Franz-Krämer-Stadion an. Stehplätze heim. Hier wird auch noch gespielt. Man sieht die Flutlichter. Ah, wobei, stopp, das ist noch nicht das Franz-Krämer-Stadion, sondern da drüben. Mal schauen, was es dort gibt. Ich fange da gleich nochmal an zu filmen. So Leute, wir sind da. Franz-Krämer-Stadion, so sieht das aus. Hier sieht man die Tribüne. Und ja, das ist die, also hier ein Stadion am Trainingsgelände. Es ist gerade noch ein bisschen vernebelt hier alles. Hat echt so einen richtig geilen Flair gerade. Wahnsinn, guckt euch das mal an. So, voilà, das Geisbockheim. Das ist wirklich das Zuhause vom 1. FC Köln. Ihr seht, Clubhaus des 1. FC Köln. Gegründet 5 Jahre nach der eigentlichen Gründung vom FC. Man hat hier ja ein sehr, sehr cooles Gebäude, ein großes Gebäude. Da sieht man Nachwuchsleistungszentrum. Da ja, spielen die Kiddies, die Stars von morgen sozusagen. Und hier gibt es natürlich auch sehr, sehr schöne große Plakate. Da sind wir später, liebe Leute. Und ja, so sieht das dann aus ja, mit der Fanszene. Einfach krass. Was man hier auch richtig gut sehen kann, der 1. FC Köln hat eine absolute Fanfreundschaft mit Borussia Dortmund. Also das kann man hier auch sehen. Und wieder einmal selbstverständlich fährt der Bus hier vorbei, wenn Fan Primus hier am Start ist. Guckt euch den Bus an. Ja, das ist der FC-Bus.
Ja, ich bin jetzt mitten in der Menge. Also da steht der Bus. Hier ist sogar noch ein FC-Fanshop. Und da kommen die Spieler gerade alle an. Die gehen wahrscheinlich dort ins Gebäude und gleich in den Bus. Mal schauen, ob wir ein paar abfangen können. Nachdem wir uns jetzt die Heimat vom FC angeschaut haben, ich blende euch mal hier ein paar Fotos rein. Ich habe mit ein paar Spielern Fotos gemacht. Gehen wir jetzt zur Spielstätte vom FC. Denn dort ist auch die alte Spielstätte oder der Ort der alten Spielstätte. Und wir fahren jetzt nach Müngersdorf. Bis gleich. Willkommen im Sportpark Müngersdorf. Schaut euch das mal hier an, wie viele Aufkleber hier hängen von den Kölner Ultras. Ne? Hier steht sogar Südkurve Köln. Ja, wir sind da und so sieht das hier aus. In der Mitte natürlich das Herzstück vom FC. Das Rhein-Energie-Stadion und ich befinde mich jetzt hier, ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt reinkomme, bei dem alten Stadion. Das ist die Radrennbahn, die alte Radrennbahn, wo früher der 1. FC Köln gespielt hat. Ich muss mal gucken, ob ich da reinkomme, weil ich sehe, die haben das alles irgendwie abgebaut. Ich glaube, das wird hier abgerissen. Ich probiere mal reinzukommen. Das Einzige, was ich euch hier noch zeigen kann, ist Folgendes. So sah das früher aus. Das war früher das alte Stadion. Das ist wirklich Tatsache eine Baustelle. Es wird hier alles abgebaut. Die Tribünen sieht man noch so ein bisschen. Und dort in der Mitte, dort wo es weiß ist, da war früher das Fußballstadion, also das Fußballfeld. Ja, und jetzt ist es einfach nur eine Baustelle. Also mehr ist hier nicht. So, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen weitergegangen und guck mal, was da entsteht. Krass. Das Albrecht-Richter-Velodrom. Also... Es wird hier gerade abgerissen, aber es entsteht hier was Neues. Da bin ich mal gespannt. Muss ich auf jeden Fall noch mal herkommen. Ladies and Gentlemen, willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Das ist die Heimspielstätte vom 1. FC Köln. Schaut es euch an. Richtig, richtig geiles Stadion. Ich glaube, das sind die höchsten Masten überhaupt eines Stadions in Deutschland. Und ja, das ist der Zugang zum Stadion. Da früher stand auch das Müggerns-Stadion. Also genau an der Stelle wurde halt dann umgebaut und jetzt ist das die aktuelle Spielstätte des 1. FC Köln, wo wir heute auch reingehen werden. So, da vorne sieht man den Gästeblock, die Heimfans sind auf der anderen Seite, wo ich heute auch bin. Oh, der Moment der Momente, the magic moment, wir sind im Rhein-Energie-Stadion. Schaut euch das Prachtstück an. Wirklich ein sehr, sehr großes, geiles Stadion. Da hinten ist der Gästebereich. Das hier ist die Südkurve, der Heimbereich der Kölner. Ja, und ich sitze, glaube ich, hier unten. Da. Was auch schon langsam zum Ritual geworden ist, ist die Footbology App. Also wer möchte, kann mich sehr gerne auf Footbology adden. Ich heiße Fanprime ist dort. Und dann können wir mal gucken, wer wo in welches Stadion geht. Ich check jetzt erstmal hier in Müggersdorf ein. Zack. Guck mal hier, da ist das Stadion. Wow, here we are. Hier im alten Stadion wurde der 1. FC Köln in der ersten Bundesliga-Saison direkt deutscher Meister. FC Köln ist auch natürlich Gründungsmitglied der Bundesliga und die zwei ersten Spiele blende ich euch hier mal ein. Das erste Heimspiel hat man 4-0 gewonnen zu Hause und ja, allgemein wurde der 1. FC Köln zweimal deutscher Meister in der neuen kreierten Bundesliga seit 63. So, jetzt kommen die richtigen Fans ins Stadion. Hammergeil. Hört euch das mal an, wirklich. Immer wieder großen Respekt an die Ultras, an die für mich wirklich richtigen Fans des Vereins, die immer zu jeder Sekunde an ihrem Verein kleben, egal ob es gut läuft, ob es schlecht läuft und ja, die auch so ein bisschen für Ordnung im Verein sorgen. Wirklich großer Respekt, sehr, sehr geile Geschichte. Nachdem wir jetzt die Geschichte uns angeguckt haben, die Spielstätten uns angeguckt haben, können wir uns komplett aufs Spiel konzentrieren. Ich habe richtig Bock, euch das Spiel aufzunehmen. 1. FC Köln gegen SSV Ulm. Wir gehen rein. Let's go.
So, in einer Viertelstunde geht's los. Die Südkurve ist komplett gefüllt. Da füllt sich auch alles. Die Gäste sind auch am Start. Die Cheerleaderinnen sind am Start. Also, Leute, es geht los. Let's go. Halbzeit hier im Rhein-Energiestadion. Es steht 1:0 für Köln. Fans, Wahnsinn. Richtig, richtig nice, das Spiel. Wir gehen jetzt in die Halbzeit. So, wir sind ready für Halbzeit 2. Jetzt spielt Köln von rechts nach links. Und die Fans sind auch ready. Auf geht's. Wow!
aus. So, die reguläre Spielzeit ist um. Köln führt weiterhin 2:0. Absolut verdient. Und wir kriegen jetzt noch 5 Minuten Nachspielzeit. So, die letzte Minute läuft. Die Heimfans sind zufrieden. So, Fan Primus Family, das war ewige erste Liga, 1. FC Köln. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war richtig geil. Und ich sage euch, wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, like, kommentieren, abonnieren. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Stadionvlog. Bye bye, euer Fan Primus.